Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Klagemauer TV. Organspende ist ein präsentes Thema in den Medien. Doch wussten Sie, dass es einen sogenannten roten Markt gibt, der illegalen Handel mit menschlichen Organen treibt? Weil die Mainstream-Medien dazu schweigen, öffnete der amerikanische Anthropologe Scott Carney der Welt die Augen für diese niederträchtige Profitgier in unserer heutigen Gesellschaft. Geboten und gesucht wird alles. Knochen, die vermehrt durch Gräberdiebstähle versorgt werden, Haare, Nieren, Blut, Eierstöcke, Herz, Sehnen, rote Blutkörperchen, Hornhaut der Augen und so weiter. Illegale Vermittler locken mit Verdienstversprechungen arme Menschen, sogar Kinder, aus Afrika, Asien und Osteuropa. Die Organe werden an Medizintouristen aus den westlichen Ländern verkauft, während die verarmten Menschen nach der Transplantation, wo auch Chirurgen involviert sind, kein Geld bekommen. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, schätzt, dass ungefähr 10% der Organtransplantate weltweit vom Schwarzmarkt stammen. Entgegen aller ethischer Versprechungen der Ärzte und Sozialarbeiter kann also niemand genau versichern, wo ein sogenanntes Spenderorgan wirklich herkommt. Helfen auch Sie mit, diese wichtigen Informationen zu verbreiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung. Auf Wiedersehen. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Hirntote wacht bei Organentnahme auf. Das ist heute unser Thema im Studio Darmstadt. In einem New Yorker Krankenhaus wollten Ärzte einer 41-jährigen Frau die Organe entnehmen, die 2009 mit einer Überdosis Drogen im Körper ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Obwohl der Test einer Krankenschwester ergab, dass die Patientin unter anderem mit einem Fuß zuckte und gegen das Beatmungsgerät angekämpft hatte, erklärten die Ärzte ihre Patientin für tot. Gerade in dem Augenblick, als die Frau beinahe lebendig aufgeschnitten wurde, schlug sie die Augen auf. Die Frau nahm sich 16 Monate nach dem verhängnisvollen Klinikaufenthalt das Leben. Die zuständige Gesundheitsbehörde monierte jetzt Fehler ohne Ende. Die Gehirnuntersuchungen seien unzureichend und die Beobachtungen der Krankenschwester schlichtweg ignoriert worden und so weiter. Dass die Klinik nun Schadensersatz in Höhe von $22.000 leisten muss, an wen wird nicht gesagt, mutet im Gesamtzusammenhang wie ein schlechtes Alibi an. Margot Michel, Zürcher Medizinrechtlerin, äußert sich wie folgt. Es besteht die Gefahr, dass ein Mensch vor dem Tod für Drittinteressen instrumentalisiert wird. Weitere Informationen zu dieser Thematik können Sie sich in der Sendung vom 27. Mai diesen Jahres anschauen. Wer möchte dann noch in die Hände von Ärzten fallen, die nicht über Leichen gehen, wenn es sich um Organentnahme handelt? Zum Abschluss noch ein Zitat von Abraham Lincoln. Man kann alle Leute einige Zeit zum Narren halten und einige Leute alle Zeit. Aber alle Leute alle Zeit zum Narren halten kann man nicht. In diesem Sinn, helfen Sie mit, diese Nachrichten aktiv zu verbreiten, indem Sie den Link von Klagemauer TV an Ihre Freunde und Bekannte weitergeben. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis zur Feststellung des Gehirntodes durch Ärzte, juristischer Tod des Patienten, wurde dieser Mensch noch als Komapatient in jeder Weise vom Pflegepersonal behandelt. Er wurde ernährt, gewaschen und in jeder notwendigen Weise gepflegt. Männliche Gehirntote sind selbst noch zu einer Erektion fähig. Weibliche, schwangere Gehirntote lassen in ihren Körpern ein Embryo weiterwachsen. Der Embryo reift bis zu seiner Geburt im Körper eines lebenden Leichnams. Wunden können noch ausgeheilt werden. Koma-Patienten reagieren auf äußere Ereignisse und soziale Stimuli, wie zum Beispiel den Besuch von Angehörigen. Gehirntote können noch Tage, Wochen, auch noch Monate oder Jahre lang leben, bis sie einem würdevollen und friedlichen Tod begegnen. Vor der Organentnahme auf dem Operationstisch
erhalten diese Toten häufig muskelentspannende und schmerzstillende Medikamente. Hier und da erhalten sie auch eine Vollnarkose oder werden örtlich anästhesiert. Nicht selten schnallt man sie auf dem Operationstisch fest, um irritierende Bewegungen zu verhindern. Ganz im Gegenteil, wie bei einem operierten, lebenden Patienten reagiert der Hirntote wie dieser auf unbewusste Schmerzen. Die Pulsfrequenz schnellt hoch, der Blutdruck bewegt sich, Hormone werden ausgeschüttet. Ein wirklicher Toter, ein Leichnam, ist zu solchen Reaktionen selbstverständlich nicht mehr fähig. Da ein Schmerzempfinden mit letzter Sicherheit nicht ausgeschlossen werden kann, ist in der Schweiz inzwischen eine Vollnarkose bei der Organentnahme am Toten vorgeschrieben. Gescheut wird die Empfehlung einer Vollnarkose, da dies offensichtlich auch dem größten Laien offenbaren würde, dass der tote Organspender in Wirklichkeit noch gar nicht tot ist. Herzlich willkommen im Studio St. Gallen. Das heutige Thema unserer Sendung beinhaltet die derzeit wieder laut gewordene Thematik zur Organspende. Denn während noch darüber gestritten wird, ob der Hirntod gleich Tod bedeutet oder ob dies nur die letzte Phase eines Sterbeprozesses ist, wird in der Schweiz und in Amerika bereits in die Praxis angewandt. Was also heißt, dass Organe nach dem Herzstillstand dem sogenannten klinischen Tod, wenn die Kriterien des Hirntods noch nicht erreicht sind, zu entnehmen? Die Akademie der medizinischen Wissenschaften hat diese neue Standesregelung schon am 1. September 2011 in Kraft gesetzt, ohne die Änderung des Transplantationsgesetzes vom Bundesamt für Gesundheit abzuwarten. Das BAG lässt nicht auf sich warten und will in den nächsten Wochen die revidierte Regelung vorlegen, nämlich, dass die Organentnahme nach dem Herztod erlaubt sein soll, was in Deutschland und Kanada nicht erlaubt ist. Und auch ohne ausdrückliches Einverständnis des Spenders möglich gemacht werden. Gleichzeitig sollen invasive Maßnahmen und Medikationen vor dem Eintritt des Todes verabreicht werden können. Diese sind potenziell schmerzhaft und nützen dem Spender nicht. Die Zürcher Medizinrechtlerin Margot Michel schreibt in einer Analyse: Es besteht die Gefahr, dass ein Mensch vor dem Tod für Drittinteressen instrumentalisiert wird. Einmal mehr wird in rasend schneller Eile über unsere Köpfe hinweg entschieden, bevor wir überhaupt informiert werden. Einem lukrativen und skrupellosen Organhandelgeschäft wird der Weg gebahnt. Will da noch jemand behaupten, das habe mit Demokratie zu tun? Und wer will da noch Organe spenden? Schalten Sie wieder ein auf Klagemauer TV, wenn es heißt, nur aus Stimme und Gegenstimme kann man sich eine eigene Meinung bilden. Herzlich willkommen auf Klagemauer TV. Schluss mit Enttäuschungen bei Organspendern. Bremen, den 10. August 2012. Kurz nachdem das Parlament in Deutschland ein neues Transplantationsgesetz verabschiedet hat, rückt das Thema Organtransplantation vor dem Hintergrund der Skandale in Göttingen und Regensburg wegen Manipulationen von Krankenakten wieder in den Blick der Öffentlichkeit. Der Verein Kritische Aufklärung über Organtransplantation, kurz KAO, kritisiert die Täuschung der Bürger, die dazu aufgefordert werden, ihre Organe zu spenden. Es fehlt jeder Hinweis in den offiziellen Organspendenausweisen, dass es sich bereits um eine Organentnahme nach festgestelltem Hirntod handelt. Hirntote Patienten aber sind warm und durchblutet, können Fieber haben, sich spontan bewegen oder auf Berührungen reagieren. Solche Patienten werden gewaschen und gepflegt. Sie erhalten Narkose, Schmerz- und Beruhigungsmittel. Das ist nicht alles. Renate Focke, erste Vorsitzende von KO, betont, ich zitiere, zukünftige Organspender werden auch nicht darüber informiert, dass die vorbereitenden Maßnahmen zur Organentnahme nicht ihrem Wohl dienen, sondern auf die Empfänger der Organe ausgerichtet sind. Ende des Zitates. KAO ist ein Verein, der von Eltern gegründet wurde, die ihre verunglückten Kinder zur Organspende freigegeben hatten und über die wahren Hintergründe und Umstände zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend informiert waren. Hierzu noch Aussagen von betroffenen Eltern. Ich zitiere: Erst nachdem unser Kind beerdigt war, haben wir begriffen, wozu wir Ja gesagt hatten. Wir haben begriffen,
dass lebende Organe nicht von toten Menschen entnommen werden können. Durch unsere Zustimmung waren unsere Kinder einer Organentnahme überantwortet, die uns hinterher wie das Ausschlachten eines Autowracks erschienen. Ende des Zitates. Sind das noch menschenwürdige Methoden? Wir verabschieden uns aus dem Studio Chur, Klagemauer TV. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Medienkommentar. Das Jahr 2013 begann in Deutschland mit einem neuen Organtransplantationsskandal. Nach Göttingen, Ulm und München steht nun das Transplantationszentrum in Leipzig in der Kritik. Der Direktor und zwei Oberärzte sind vom Dienst suspendiert worden. Sie hatten 38 Patienten für dialysepflichtig, also schwer nierenkrank erklärt, die aber nie an einer Dialyse angeschlossen waren. Auf diese Weise haben sie die Dringlichkeit für eine Organtransplantation auf der Warteliste für die Zuteilung von Spenderorganen europaweit erhöht. Jetzt will die Staatsanwaltschaft den Verdacht auf eine mögliche Straftat untersuchen. Die Motive der betroffenen Ärzte sind jedoch noch unklar. Ging es ihnen um finanzielle Bereicherung, um persönlichen Ehrgeiz und Karrierestreben oder nur um den Willen zur Lebensrettung? In der Öffentlichkeit wird der Ruf nach einem charakterlichen Eignungstest für Ärzte laut. Die Forderung steht im Raum, die Hälfte der 47 Transplantationszentren in Deutschland zu schließen, um den schädlichen Wettbewerb zu vermeiden. Es wird außerdem eine öffentliche Kontrolle des Vergabesystems vom Organspenden verlangt. Das sind sicherlich berechtigte Forderungen in diesem undurchsichtigen Dschungel der verschiedenen Verflechtungen von staatlichen Regelungen, Behörden, der Ärzteschaft und der Justiz. Und dennoch, meine Damen und Herren, darf bei diesen Diskussionen nicht in Vergessenheit geraten, wer letzten Endes der wirklich Leidtragende in diesem ganzen Szenario ist. Nämlich der Mensch, dessen Organe man will. Es darf nicht vergessen werden, dass Organe zu Transplantationszwecken nur aus lebenden Menschen entnommen werden können, nicht aus Toten. Es bleibt eine Lüge, dass Organspender ja schon tot seien, wenn ihnen die Organe entnommen werden, auch wenn dies vom Gesundheitsausschuss des Bundestages weiterhin stur behauptet wird. Denn auch sogenannte hirntote Menschen sind lebende Menschen und keine Leichname. Warum sonst beharren Transplantationschirurgen auf der Gabe von Betäubungsmitteln und muskellähmenden Injektionen bei diesen Menschen, bevor sie ihnen zum Zweck der Organentnahme den Körper der Länge nach aufschlitzen? Es ist an der Zeit aufzuwachen und sich mit der Realität der Tötung und Ausschlachtung von Menschen auf dem Operationstisch auseinanderzusetzen. Wo Menschen das Recht auf menschliches und würdevolles Sterben genommen wird. Schon morgen könnte dieses Schicksal einen jeden von uns ereilen. Meine Damen und Herren, bitte informieren Sie sich und Ihre Angehörigen frühzeitig über das Geschäft mit den Organen. Beachten Sie dazu auch den Themenblock über Organspende auf klagemauer.tv mit wichtigen Hintergrundinformationen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, aber jetzt mal genug von der Oma. Ich wollte euch was ganz anderes fragen. Habt ihr in den letzten Wochen auch Post zum Thema Organspende bekommen? Ja. So, jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Wenn man ganz tief in sich geht, ne, dann fragt man sich doch, was gibt's da eigentlich noch zu holen, oder? Ja, hier, das Herz, schon mehrfach gebrochen. Oder die Lunge, aus dem Hals geschrien. Die Augen haben minus 50 auf Dreh, ne? Ja, da greift man doch zu jedem Gallenstein. Und ich muss euch enttäuschen. Trennsäcke oder eine kleine Portion Hüftspeck, die kann man nicht vorher schon mal spenden. Ja. Dem Thema Organspende kann man sich auf vielen Wegen nähern. Mit Humor oder Ernst, ganz sachlich oder einfach aus dem Bauch heraus. Aber egal wie, das Wichtigste ist, Sie tun's. Treffen Sie Ihre Entscheidung und halten diese in einem Organspendeausweis fest. Ich hab's auch gerade gemacht. Kein Witz.